Hoi zusammen! Ich hoffe, ihr habt ebenfalls die Staffel 1 von Das Boot gesehen. Ich fand die ziemlich cool. Und nach dem Cliffhanger am Ende von Staffel 1 können wir jetzt endlich mit Staffel 2 weitermachen, denn ab sofort gibt's die exklusiv bei Sky Ticket. Ich fahre. Inspektor Divine meinte, sie hatten Informationen. Ja klar! Sky Ticket kostet im ersten Monat 4,99 €, ist easy monatlich kündbar, hat auch andere Highlights wie Game of Thrones. Ich will aber wissen, wie es in Staffel 2 weitergeht. Wir müssen ihn stoppen, bevor er amerikanische Gewässer erreicht. Wenn ich eins über den Krieg weiß, zeigt einem Mann, wer er wirklich ist. So, Herr Kaloy, der Link ist unten in der Videobeschreibung. Jetzt viel Spaß mit dem folgenden Video. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen GTA Online-Chat. Zur neuen Folge Verstecken! Wow. Ja, deswegen wollt ihr auch anmoderieren, aber eigentlich ist Jade, der am Anfang redet, weil der ist der, der am Anfang sucht, nicht wahr, Jonathan? Wieso muss ich denn reden? Normalerweise macht der die Antwort, der als erstes sucht. Oh, oh, okay, 3, 2, 1. Wollen wir herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Verstecken und natürlich nicht der GTA Online Challenge. Ja, heute müssen sich Jay und Peter nicht verstecken, doch auch verstecken, aber die suchen. Ich finde, ihr beide versteckt euch nicht. Und wie immer haben wir 15 Minuten Zeit. Ich bin der erste Sucher. Wir spielen nur am Pier. Alle in Ego-Perspektive, abknallen muss man nicht. Unterm Pier ist erlaubt, aber nicht im Wasser. Ich glaube, wir haben alle Regeln so abgesteckt. Achso, Moment, muss ich... In Autos darf man sich auch noch verstecken. Karte muss ich nur ausmachen, fällt mir gerade. Das wäre ganz gut. Ja, Karte und hier... Name. Spieleranzeige sollte ausgemacht werden. Ich stelle mich hier hinten in die Ecke. Und ich glaube aber, ihr dürft auch nicht in solche Betriebe rein, hier wie die Achterbahn, genau, oder sowas, weil da sieht man, glaube also, ich, nicht, weil dann instanziert wirst. Ne? Ja. Ja, also wenn gut. Du die Achterbahn fährst, wirst du, glaube ich, instanziert. Wenn du einfach da drauf läufst, nicht. Ja, okay. Cool, dann läuft eure Minute jetzt. Alter, nicht mal 3, 2, 1 hier. Nee, okay. War knallhart. Ich habe so gute Reflexe, ich brauche kein 3, 2, 1. Boah, jetzt ist aber Baby, auch klopf, leer klopf. Geworden hier. Alter, wir hatten da gerade die schwarze Bitch umgerannt. Find's immer super. Wieso benennst du die Bitch? Ich hab zumindest Hey Baby, klopf, klopf gesagt. Ja, die ist halt einfach. Christian, hier ist dieser Automat, dieser wahrheitsmäßige. Ja, der hier, warte Akinator? Mal. Akinator? Ja. Cool. Da haben wir uns 30 Seconds. Hier ist die Stelle. Moment. Genau hier ist die Stelle, wo Rock'n'Roll Jesus gesessen hat und Amber gesungen hat. Da war ich mit Arthur bei der BlizzCon, das war saugeil. Untergehende Sonne im Hintergrund, ach, das war schön. 15. Mag den Pier. Bin ich so der Freund gar nicht Pierre. Dahin gerannt, wo ich hinrennen wollte. Pier. Christian hat sich in Geschichten 5, verrannt. 4, 3, 2, 1. Komm, ihr Arschlöcher. So. Wo seid ihr denn? Wer bewegt sich Richtung Mitte? Ja, wie immer. Oh shit! Oh, das war nicht gut. Müsst ihr jetzt mal überlegen, wie ihr aussieht, ne? Das habe ich schon wieder vergessen. Scheiße. Ihr seht mir nicht relevant. Aus, Leute. Ja, ich muss euch ja erkennen. Oh Gott. Ups. Wir sind die Typen, die sich verstecken. Ach so. Die Typen seid ihr also. Okay. Ja, dann ist ja alles safe. Hi there. Fandst du kein gutes Versteck, Bram? War noch nicht ganz zufrieden. Auch noch nicht zufrieden. Oh, das funktioniert nicht. Was seid ihr denn? Warum lacht ihr so? Hey, easy, Jay, easy. Schön, wenn du schon an einem vorbeigelaufen bist. Das ist immer dann nett. Ja. Oh, lol. Alter.
OJ legt sich an mit einem. Was ist hier für ein Leck? Okay, irgendwer hat mich gesehen und hat einfach gesagt, holy motherfucking shit, was hab ich bitte an mir? Corona. What the fuck? Holy motherfucking shit. What a beard. Peter? Ja. Kannst du mal ganz kurz um die Ecke gucken? Da in die Richtung, wo ich gelaufen bin. Du siehst mich gerade, ja? Ja. Pass auf, wenn ich. Siehst du mich jetzt immer noch? Ja. Okay, cool. Alles klar. Dankeschön, das war sehr nett. What the fuck? Hier liegt einer ausgenockt irgendwo am Pier. What? Ich glaube, ja. Der hat zu viel gesoffen. Und Scheiß, der chillt da einfach so rum. Ich hätte T-Shirt-Farbe Jay an. Keine Ahnung. Rot? Wie die Liebe. Ja, vergesst, wie Jay aussieht. Ja, was macht er denn hier? Hier ist einer unten. Leute, ich schalte die Gegner aus! Oh, was ist das denn? Ey, ich bin Baller, jetzt rennen die Leute alle weg! Was soll ich denn machen? Ich werde angegriffen, hier ist ein Gangangriff! Ja, dann musst du sterben! Willst du mich verarschen? Ja, stopp noch die Zeit, machen. Ich dachte, hier unten ist Christian oder so, der kommt jetzt dann an. Jetzt werden wir auch angegriffen. What the fuck? Alter, unterm Bier ist richtig gefährlich, Mann. Hast du gerade einen NPC quasi angegriffen? Naja, der kam auf mich zugerannt und ich dachte, ja, guck mal, da ist Christian oder so, weil er gesagt hat, ey, wer ist das denn hier? Und dann kam der und schießt der plötzlich auf mich. T-Shirt-Farbe an, also ich werde gerade auch beschossen, das ist nicht so ja, cool. Ja, der Gangriff ist Gebiet halt so. Er hat die Zeit gestoppt, ich bin wieder da. Das ist halt ein Gebiet und ich schätze mal, wir stehen einfach in diesem Gebiet. Wir sehen das Gebiet halt nicht, weil die Karte ja, genau. Ich halt auch nicht. Ja, genau. Also ich meine, mit wir uns alle. Sam okay. Ist auch wieder versteckt. So, ihr versteckt euch wieder kurz und ja, dann mach ich weiter. Binch. Ja, kann's. Gut, dann. Angriff überlebt. Pia ist nix. Offensichtlich mehr lebend. Gehen wir mal gucken, wo die anderen sind. Jetzt Duft. Lol. Lol, als ob der direkt hier ist, ey. Am Arsch. Sepp gefunden. What the fuck? Okay, wäre ich mal doch woanders hingegangen, wo ich... Ja, keine Ahnung. Weil hier habe ich die Dudes halt abgeknallt. Die waren hier vorne hinter den Kisten. Belastend. Ich glaube, wie einer die ganze Zeit mit dem Handy rumrennt. Ja, am WhatsAppen. Oder am Candy Crush. Ja, aber alle anderen so in Panik, weißt du, Gott, nein, nein, ja, hier ist jemand und der eine so, hm. Jemand in Badehose. Bist du das? Nee. Ist jemand gecallt? Alter, was ist das? Hä, Actionfigur gefunden? Cool. Oh, ich weiß, wo Jay ist. Oh, ich weiß auch, wo Jay ist. Oh, scheiße, warte mal. Keine Actionfigur gefunden. Ist Gelüge, ist alles gelogen. Ist in der Nähe von der Achterbahn. Nein, nein. Auf keinen Fall. Aber, Alter, die Ego-Perspektive ist so Müll gerade. Der hat aber viel zu erzählen an seinem Telefon, ey. Ja, und dann habe ich die richtig hart von hinten genommen, die geile Schlampe. Ja, mega nice. Der ist immer am Labern. Dann habe ich einen krassen Deal abgeschlossen mit der Bank. Alter ist gerade in Panik über die Reling gejumpt. Wieso haben die eigentlich immer noch Panik? Wahrscheinlich Jay. Ja. Jay. Ego-Perspektive ist scheiße. Oh, Reling. Alter. Also der Pier da vorne, ganz, also in dem Moment nicht vorne, sondern ganz hinten ist der Pier immer voll mit dieser ganzen Möwen und da sind auch so Pelikane oder sowas scheiße. Es gibt Pelikane in GTA. Die hängen da mal ab. Nee, in echt, Peter, weil da sind immer die ganzen Angler. Pelikane in echt. Und die klauen denen dann immer die Fische, beziehungsweise Motherfuckers! Die Fische. Wo seid ihr? Ich hab nur noch 9 Minuten. Ey, guck mal, da sind wieder Leute gespawnt vor der Achterbahn, vor dem Eingang. Ja, es wird wieder. Es nähert sich der Normalität an. Die Menschheit kann viel überstehen. Schießerei, scheißegal. Ja, alles klar. Mitten in der Nacht, lass wieder zum Pier gehen. Am Hotdog stand am Pier rennt immer noch eine Frau komplett dumm hin und her. Der Typ ist. Hä? Ist dem so? Der Typ hat aufgehört zu telefonieren, aber ich glaube, der labert so, ja. Immer noch. Siehst du die auch, Jay? Nein.
Nicht? Ist die ganze Zeit ganz am Ende. Also jetzt sehe ich sie nicht mehr. Jetzt sind sie nämlich runtergesprungen. Ich habe Jonathan nur einmal gesehen. Und ach, guck mal, komm wieder hoch. Die Treppe wieder hoch vom Ende des Piers. Rennt wieder zum Hotdog-Stand. Panik, rennt immer noch. Rennt wieder zum Hotdog-Stand. Wo ist Jay? Wo ist Panik. Jay? Und rennt wieder zum Hotdog-Stand. Der Hotdog-Stand scheint Sicherheit zu suggestieren. Ja. Oder die frisst die ganze Zeit Hotdogs. Wer hat denn dieses wunderschöne regenbogenfarbene Hemd an, der gerade durch in die weite Ferne schaut? Bram, bist du das? Ich guck nicht in die weite Ferne, ich guck auf den Hotdog-Stand. Ja, okay. Ja, bin ich. Dann try ich das mal. So. Nice. Da bin ich richtig hart zwischen dir. Ich bin nämlich genau neben dir gestanden, als du das gesagt hast mit der Ich hab dich auch gesehen. Lol. Weil ich halt gedacht habe, so, Moment. Ich dachte jetzt wirklich, du bist halt auf. Ich bin dann auf das Dach geklettert von dem Pier. Peter, weißt du, wo Bram war? Nee. Ganz am Anfang wusste ich, wo Bram war. Das ist kein Mann. Ich weiß halt weder, wo Jay ist, noch. Oh, Mann. Also, Jay hat mich so an den Ferngläsern abgeschossen am Pierende. Kann ja sagen. Ferngläser? Ja, wo diese. Na, du kannst doch die Ferngläser scheinbar sind. Gucken. Da habe ich schon Bram gefunden. Da ist Jay gewesen. Ah. Jay ist gerade wieder auf dem Weg zu dem Telefonisten an Achthaber. Was wohl total interessant ist, wenn ich das jetzt richtig habe, Jay, egal in welche Richtung man guckt, das Fernglas bewegt sich nicht, oder wie? Ich habe keine Ahnung. Also du hast. Weil ich habe mich die ganze Zeit bewegt. Nee, nö, das sieht man nicht. Ja, wer raucht denn da? Da ist die Alte wieder runtergesprungen. Würde ich sehen, ich bin einfach ganz am Ende vom Pier unten auf dieser, auf diesem Ding. Jetzt hat der Typ im roten T-Shirt keinen Bock mehr mit seinem Handy zu spielen. Warum also guckt sich die ganze Zeit die verrückte NPC-Frau an, oder was? Ja. Ich hab zwischendurch ja versucht, ins Riesenrad zu gehen. Aber irgendwie hat das nicht funktioniert. Man kann da leider nicht reinklettern. Ja, ja, ich habe auch versucht, da drauf zu springen. Das geht leider nicht. Das wäre echt nice gewesen. Ich glaube, wenn du auf die Achterbahn gehst, wirst du tot gefahren. Ne, ich glaube, du wirst nicht tot gefahren, weil Jay steht gerade ganz oben auf der Achterbahn. Ah. Ey! Ihr Wichser! Hast du das gesehen? Wo bist du, kleiner Knecht? Weit, weit weg. Na, glaube ich nämlich nicht. Wild Wild West? The Wild Wild West. Wie hieß nochmal die Schauspielerin, wo man in Wild Wild West den Hintern von sieht? Selma Hayek. Ja, sehr gut, Sepp. Und Chris. Stark. Die war auch ganz schön nice damals. Ich glaube, die ist für ihr Alter immer noch ganz schön nice. Die ist für ihr Alter immer noch ziemlich hot. Und nach der, wie viel, hat die nicht schon Kinder? Das weiß ich nicht. Ja, drei oder so. Oh, Jay! Man muss ja hier runter, ne? Man muss doch hier runter, Mann! Ja, aber du bist in einem Flickflack, bist du von der Achterbahn gesprungen. Man muss halt nur die Tricks machen. Dann hast du überlebt? Ja, sicher. Ja, Flickflack. Ich bin trainiert. Das war doch recht hoch. 5 Minuten noch. Wo bist du denn, dass du den immer siehst? Wen meinst du doch da, den Yeti-Spacko? Ja, genau. Aber wo bist du? Problem ist, ich habe eben einen zusammengeschlagen, ansonsten würde ich ja jetzt mal schießen, aber ich glaube, da kommt die Bullerei. Ja, schieß mal besser nicht. Kommen die Razzers. Peter habe ich noch nicht gesehen. Ah! Ich sehe jetzt auch nicht mehr. Ich bin auch gut versteckt. Ich habe alle manipulativen Kniffe rausgeholt, die ich besitze. Alter, die verrückte Alte rennt immer noch an dem Pier rum.
Ja, ich habe nämlich mein Geschlecht geändert. Ich bin die verrückte Alte. Ich war es all along. Du bist bei der Arcade. Am Hauptgang. Ich glaube, dir rennt einer hinterher. Was ist falsch mit dir? Piss dich, Alter! Erstmal Schlägerei an Zettel. Ja, der rennt mir hinterher! Was soll das denn? Quietscht denn hier immer so? Geil, Alter, Junge. Ich geh mir jetzt erstmal ein Pisswasser. Geil. Ich glaube, das sind meine Schuhe. Oh, richtig lecker. Und jetzt rauche ich nur noch eine. Ich will keinen anderen Spieler zum spontanen Rennen herausfordern. Guck mir gerade die Autos an, die da parken. Hübsche Autos dabei. Das kann doch nicht wahr sein, wo sieht denn der Stachelhaus nicht immer? Nee, jetzt gerade sehe ich dich, glaube ich, nicht. So, jetzt bin ich Sam Fischer. Du bist Sam Fischer? Ich bin der Typ, der die Frage vor Stroh rumliegt. Hast du eine Maske aufgezogen? Wir haben mit diesem Dreipunktvisier vorne dran. Leute, das gibt's hier? Ich finde hier niemanden, ey. Ich wohl noch im Inventar gehabt zu haben. Ich geh grad mein Inventar durch. Ah, okay. Laufen da denn so NPCs rum oder was ist da los? Der hat ganz schön Damage gekriegt. Wird heller, oder? Oh, der hat Christian gefunden! Da ist er. Hab mich schon gefragt, warum da nicht auch schon einer drauf war. Da war schon wahrscheinlich die ganze Zeit einer drauf. So eine Scheiße. Ich bin erst zu Rock'n'Roll Jesus gelaufen und ist mir eingefallen, da wollte ich gar nicht hin. Dann bin Keine ich auf der Ahnung, wer Rock'n'Roll Jesus ist, Mann. Der Typ, der da gesungen hat. Einer der Straßenkünstler. So, wo ist Peter? Was ist denn Peter? Peter habe ich, glaube ich, noch gar nicht irgendwie gesehen. Ach, da ist Peter. Alter, die Alte rennt hier immer noch rum. Die liebt den Hotdog-Stand. Das ist doch hier Constitutional Right. Ja, was da demonstrieren die doch gerade alle für. Scheiß auf Corona. Ah, jetzt weiß ich, wie du auf den Song kommst, Peter. Das ist kein Kommunismus da. Wohin kommst? Wie du auf den Song von James Bond kommst. Wie komm ich denn auf? Weiß selber nicht, wie ich drauf komme. Ah doch, ich weiß auch, wie ich drauf komme. Oh Gott. Alter, Unterbewusstsein ist faszinierend, muss ich sagen. Ja. Hä? Oh Gott. Kommt man denn hier auf James Bond? Auf Ben. Oh, nein! Steh doch mal auf, komm, wegen, Alter. Jawohl. Wegen Pierre Brosnan? Brosnan? Ja, wegen Pierre Brosnan. Wie heißt denn der? Pierre Brosnan. Pierre Brosnan. Pierre Brosnan heißt der. Pierre Brosnan. Gebackt, Pierre Brosnan. Wer ist das da? Yeah, Pierre. Das Peter, du hast mich schon gekillt. Alter, das ist sehr, das ist, ich bin am Start. Ich stehe immer noch ich weiß nicht, wie Peter aussieht. Unten. Ich bin am Start. Das ist echt ein Vorteil, wenn man nicht. Oh, die Sonne geht auf. Ja, Jay hat mich vorhin noch voll ins Gesicht geguckt, möchte ich mal ganz kurz sagen. Bevor ja, das die Aufnahme kann ja losging. Sein. Wir standen gegenüber voneinander und haben uns geliebt. Wie lange hast du denn noch? 12 Sekunden. Oh, das ist ja nicht mehr so lange. Wo bist du denn gerade? Okay. Vielleicht kann ich dir sagen, ob es warm oder kalt ist. Pier ist warm. Zeit ist um. Jetzt. Ja. So. Jetzt, so passt das mit der Szene besser, Peter. Wo bist du denn? Wo bist du denn, Bram? Achso, ich dachte, du hast mich die ganze Zeit gesehen, weil ich einfach unter dir am Pier stand. Bist du am Pier die ganze Zeit? Ja, klar, ich die ganze Zeit sehen können. Der stand neben mir an einem anderen Fernglas. Ach, scheiße, ja, da habe ich halt nicht lange genug geguckt. Nee, der stand, als du mich gefunden hast, neben mir an einem anderen Fernglas. Ja, also hier, ich war hier die ganze Zeit. Also du musst, glaube ich, an mir vorbeigelaufen sein. Ja, sicher muss der, weil der hat mich ja hier gefunden. Ich stand ja an dem Fernglas. Du standest an dem Fernglas. Klar, und du standest halt an dem Fernglas direkt daneben. Nein! Aber der Unterschied ist halt, ich trage halt ein Regenbogenhemd und du trägst halt einfach nur noch 15 Klamotten von. Ja, irgendwas. Ich stand die ganze hier Zeit an dem Ding steht Peter. Ja, die ganze Zeit. Mann. Deswegen dachte ich auch, dass du mich die ganze Zeit siehst. Ich habe mich extra hier unten hingestellt. Ach, fuck, ja, ich habe dich nicht gesehen.
Weil du kannst dich halt bewegen, ohne dass das Fernglas sich bewegt, von außen. Oh, ja, und ich hätte dich die ganze Zeit sehen können, holy shit. Ja. Ich hab die ganze Zeit in die Ferne geschaut. Das meinte ich mit, man kann ja überall hingucken. Und deswegen, du bist auch auf James Bond gekommen. Nee, ich bin auf James Bond gekommen, weil du bei dem Fernglas quasi dieses schwarze, also alles ist schwarz, außer diese runde Kreis in ja, der genau, Mitte. Ja, genau, sag ich ja. Ja, genau, so bin ich auf James Bond gekommen, ja. Wie die Abschlussszene. Deswegen habe ich mich am Ende auch mit der Pistole da hingestellt und habe in das Fernglas reingezielt. Oh, lol. Das nicht gesehen. Eure Minute läuft in 3, 2, 1, go. Peter muss versteckt sein. Nope, nur ihr. Okay. Oh, wo geht man denn jetzt hin, ey? Ich habe halt ein bisschen gesucht, aber... oh mein Gott. So ein krasses Versteck habe ich nicht gefunden. Das muss aber auch raus. Zeit, wer hat meine Hupe kaputt gemacht? Durch seinen Nieser? Ja. Warum geht überhaupt die Hupe? Meine Hupe sitzt nicht mehr in seinem Auto. Also. Nicht? Ich kann die so eure vorstellen. Eine halbe Minute. Alter, was da für ein geiler so schnell. Donut. Na, so schnell kann ich mich doch niemals irgendein Versteck da finden. 40 Sekunden um. She keeps texting. Alter, die ist ja nackt. Alter, dieser Zynismus hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eckstein, alles muss versteckt sein. Hui. Eigentlich ist die Achterbahn ziemlich lame, muss man sagen. Ist das so? Ja, guck dir das Ding nochmal an. Geht ein bisschen runter. Haben wir schon Peter gesehen? Ich trau mich gerade noch nicht zu gucken, weil er hat gerade erst gestartet. Ja, der ist losgelaufen und dann habe ich kurz weggeguckt, dann war er schon weg. Ja, ich bin jetzt einfach woanders hingegangen, hab keinen Bock auf euch. Ich bin Pier verlassen, ich gehe jetzt einen Hotdog essen. Finde ich auch okay. Ist das Peter? Nee. Ist das Peter? Ist das ein Flugzeug? Wie, was? Oh, gibt's ein Fernglas? Ja, am Ende vom Pier. Nee, was man mit hat. Gibt's gar nicht, ne? Nee. Vom Pier. Oh, wie bescheuert. In Red Dead Online? Weiß nicht, gibt's ein Fernrohr? Ja, weil die Leute wirklich nicht so ganz, wenn ich durch mein Scharfschützengewehr gucke, dann, Jemand schon Peter gesehen? Nee. Ich glaube, das gerade da unten. Wahrscheinlich also irgendwo auf dem Dach versteckt, das ist der übliche Peter. Und guckt mit dem Sniper die ganze Zeit irgendwo hin, meinst du? Ah, das ist der übliche Peter. Den Peter machen nennt man das auch. Ich bin einfach hingefallen gerade. What the fuck? Ja, bist halt schwach. Bist ja scheinbar. Also Peter ist noch ganz hinten bei sich am Spawn. Kann ich durch meine geile Sniper-Rifle, kann ich das sehen. Ah! Also am Parkplatz da in der Nähe. Alter, wer fährt denn da gerade mit dem Rollercoaster? Lol. Fährt einer von euch mit dem Rollercoaster gerade? Das geht nicht. Na, wir haben das doch mal probiert. Aber kurz, GTA-Challenge. Kurz hat Peter da hingeguckt, glaube ich. Nee. Nee. Aber im Riesenrad ist schon cool. Also das kann ich sagen. Aber da läuft ein Timer ab. Achterbahn 25, 24. Hä? Bis zur nächsten Runde vielleicht. Da läuft ein Timer ab? Ja, wahrscheinlich. Ja, unten rechts steht ein Timer. 10 Sekunden noch. Ja, nicht ganz. 12. Oh Gott! Was hast du gemacht, Jay? Auch hingefallen? Nein. Hast du Peter gesehen? Nein. Auf keinen Fall. Ich hab Dennis gesehen. Echt? Jo. Was hast du denn? Da ist mir hingefallen. Nee, wieso fall ich denn hier immer hin? Was stimmt denn mit dem Jungen nicht? Als ob. Okay. Warte, mit dem Handy kann man zoomen. Ja, ich seh dich auch. Dann flippen doch die Leute nicht so aus. Ja. Ja, ich seh noch jemanden. Als ob ihr euch alle gegenseitig seht, ihr Schweine! Das ist Peter, der hinter mir steht. Ich weiß zumindest, wo Bram ist und ich weiß, wo Sepp ist. Und ich weiß, glaube ich, auch, wo... Nee, wo Christian ist. Ja, wenn du weißt, wo ich bin, Jay, dann könntest du auch wissen, weit. Wo... Ja, Bram, gib mir mal schön Hinweise hier. Wo ich bin.
Ja, ich habe mich versteckt. Ich bin zufrieden. Peter ist gerade mittig vom Pier. So ungefähr auf der Richtung Strandseite, ja? Ja. Auf der Seite, so auf der Höhe der Achterbahn. Warte mal, Richtung Strand, also Strand ist rechts und links, ne? Ja. Nee, also gibt jetzt gerade Ozean oder Strand, ja? Also von Richtung Stadt oder Richtung Ozean, so. Ja, ja. Und der ist halt eher Richtung Strand oder Stadt. Stadt, ja. So auf der Seite von der Achterbahn. Ach, ein schönes Foto. Ah, okay. Haben wir mal geile Süßigkeiten geholt hier, während da Peter jetzt abzieht. Und Jay gibt's mir was ab. Überbelichtet. Voll geil. Haribo Bricks, kennt ihr die? Haribo Bricks? Nee. Haribo Bricks. So saures Zeug. Und irgendwie so ein weißes Zeug da drin. Mega lecker. Saures. Das sind aber nicht die Cola-Kracher oder so, ne? Mm-mm. Bricks sind die. Kennst du die mal? Nee, Matratzen haben wir die früher genannt. Wie hieß die denn? Ach, die haben auch die so rot, gelb und grün. Peter rennt gerade bei den Zelten unter der Achterbahn. Und die Achterbahn ist gerade genau über ihn rüber gefahren. Hui. Hey, kann man sich eigentlich auf so eine Parkbank setzen? Ich frage für einen Freund. Ja, ich glaube schon. Mit EF? Also du musst ja eigentlich Use machen, oder? Oder gibt es eine andere Taste? Ich weiß das gerade so aus dem Kopf nicht. Wird dir das nicht angezeigt? Nee, ich kann nicht da irgendwie mich hinsetzen. Also nicht, dass ich jetzt auf der Parkbank sitze, Peter, ne? Also. Oh, Bram, wo gehst denn du hin? Fehler wurden begangen. Ja, bei mir auch. Fehler wurden begangen. Bram, also Peter ist noch bei dem Zeltchen. Also so bei der Achterbahn. Na, da ist er wieder, der Bram. Ja, hi. war ich so vertieft in Peter, dass ich einfach aber weitergelaufen bin. Immer weiter. Ach, Peter rennt gerade unter der Achterbahn rum, ne? Ja. Ist gerade über so eine Mauer gesprungen. Ja, wieso seht ihr mich alle? Wir sind Pappzelten. Nenn ich sie mal. Peter, hol dir mal einen Hotdog. Ja, wisst ihr, ja wirklich. Da sind sogar zwei Hotdog-Stände. Kennst du die Toiletten, Peter? Ja, da war Jay mich gerade. Da hat Jay mich gefunden. In den Toiletten war ich gerade. So, ich will natürlich hier keinen verraten. Nein. Hallo Spaß. Peter ist jetzt bei den Arcades da in der Gasse dazwischen. Ah, okay. Cool. Gibt's da eine Biermaschine? Oh, nee, ich will nichts sagen, sorry, aber du leuchtest wie so ein Weihnachtsbaum. Was? Wo ist sie denn? Okay, dann werde ich mich mal ein bisschen zurückziehen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Pass auf, Christian, wenn du da, wo du vorhin standest, als wir uns gesehen haben, ja? Ja. Zu mir gucken würdest. Ja, tue ich. Ja? Und statt zu mir zu gucken, guckst du ungefähr. Also, wenn ich 12 Uhr bin. Ja. Dann guckst du auf 7 Uhr. Mm. Da kann ich nicht. Und Peter ist gerade auf dem Dach, wo du vorhin warst. Oh, ich bin hingefallen. Auf dem Dach warst du vorhin? Da habe ich dich gar nicht gesehen. Ich habe Christian gesehen auf dem Dach ganz am Spawn. Ja, da hast du mich ja gefunden. Ja. Okay, falls der nicht. Peter zielt gerade Richtung Spawn auf die Häuser drauf. Mit einer Sniper Rifle. Peter, bist du nicht langsam paranoid, dass du noch keinen gefunden hast? Aber ich bin schon voll paranoid. Ja, jetzt guckt er Richtung Riesenrad. Jetzt guckt er Richtung. Ich dachte halt, ich wäre schon schlecht. Ja, bist du also auch. Wieder Richtung. Nee, Achterbahn, Riesenrad, irgendwo da so in die Richtung. So auf die Nuance, genau, kann ich dann nicht sagen. Naja, der guckt Richtung Achterbahn. Aber so richtig bewegt hat sich Peter jetzt ja auch guckt noch er sich nicht, in die, ne? Guckt er in die andere Richtung. Ich bin schon voll viel abgelaufen. Ist er runtergefallen? Ah, nee, doch nicht. Ist nicht runtergefallen. Entschuldigung, ist, Nee, jetzt der guckt er Richtung Spawn. Steht immer noch da also oben. Nur halt auf den anderen Parkplatz quasi. Boah, in die Ferne gucken ist aber auch echt langweilig, ne? Da! Ja, bei dem Fern. Oh. Scheiße, ich nochmal gucken soll! Ich hab Chris ja gesehen. Nein. Wo hat er dich denn gesehen? Christian? Also ich stand quasi hinter dem. Oh. Und wo standst du? Auf einem Dach. Auf welchem? Na, Peter hat sich entschieden, nicht mehr mit der Sniper Rifle in die Gegend rumzugucken.
Habe ich. Ah, jetzt wieder doch. Vielleicht, nee, vielleicht doch noch. Who knows? Keine Ahnung. Nee, Feder. Schade, dass man nicht so um Ecken lugen kann, weißt du? Ja. Das ist halt echt der Nachteil bei Third Person, ne? Also Peter läuft jetzt auf dem Pier einfach rum. Also auf der langen Geraden. Ich lauf grad zum Start. Ja, nee, ja. Peter geht jetzt, glaube ich, unter den Pier, kann das sein? Nee, nee, der läuft auf dem Pier, der ist geradezu mit dem Akinator gelaufen. Ich finde das auch krass, dass Peter nicht... Alter, die dicke Titten, an der du gerade vorbeigelaufen bist, Peter. Ich war schon längst unter dem Pier. Oh, das war das Erste, was ich gemacht habe. Nicht richtig. Da hast aber nicht so gut geguckt, Peter. Okay. Jay, hast du deine Position verändert? Nö. Jay guckt ja nicht, Jay. Peter guckt jetzt aufs Meer am Pier. Setz dich doch da auf die Bank, Peter. Oder auf die nächste. Ja, ja, oder läuft halt wieder auf die andere Straßenseite. Das habe ich ja alles probiert. Ja, wer fährt Peter läuft mit dem Auto rum? Peter läuft jetzt zu den Ferngläsern. Nee, noch nicht. Vorher denkt er sich bei Pearls mal reingucken. Vielleicht holt er sich doch so einen geilen Fischmeck oder so. Nee, doch nicht. Ist sie sicher? Einmal über die Promenade gelaufen. Wenn du von der Stadt Richtung Meer guckst, dann ist er jetzt ganz rechts am Pier. Und bleibt da einfach stehen. Wen trittst du da gerade? Peter prügelt sich. Ja, Peter prügelt sich bei mir mit der Luft. Ja, ich wurde angegriffen einfach von irgendeinem Typen. Peter läuft jetzt an den Mülleimern lang, guckt sein eigenes erstes. Darf ich ja nicht so krumm angucken. Richtung Ferngläser. Sondern jetzt fragst du dich gerade, eigentlich dürfte ich doch nicht mehr sehen. Aus welcher Perspektive kann man denn das alles sehen, fragst du dich gerade, oder? Du siehst mich ja nicht mehr. Nicht? Dann weißt du ja, wo ich bin. Nö. Aber du weißt jetzt gerade zumindest nicht, wo ich bin. Du bist, wenn du von Pier auf Strand guckst, ne, von Strand auf Pier, ja, also so dass Strand hinten ist und Pier, Ozean vorne, bist du ganz vorne. Alter, das ist ja mal voll das Geil. Ah, das ist komplett da. Falsch. Ich hab das aber auch nicht kapiert, was Bram meinte. In der Erklärung. Das ist aber komisch, dass das mit den Ferngläsern geht, aber mit den Bänken nicht. Ja, für die Ferngläser muss halt 1 Euro, 1 Dollar zahlen. Ja, okay, aber für eine Bank würde ich das ja auch bezahlen, ja, ne? 1 Euro auf der Bank. Aber auch immer nur 0% Zinsen haben, immer ja, bei den Bänken. Deswegen sagen die halt nein hier in GTA. Das könnte sein. Aber Peter, jetzt die andere Seite von den Ferngläsern. Ja, hast du mich kurz geguckt, wie ich hier durchgelaufen bin? Habe ich dich kurz geguckt? Na, Peter, auf Dauer sind Ferngläser aber auch einfach zu teuer, ne? Hallo, Bram. Hey, Jay, na? Hä, wo bist du denn? Ich seh dich gar nicht. Muss mich auch gar nicht sehen, ich seh dich. Du lugst gerade hervor. Ja, ist mir schon klar. So. Wo ist denn Bram? Seh ich gar nichts an. Am Pier. Auf dem Pier, Entschuldigung. Auf dem Pier. Pier 13, oder wie der heißt. Ja. Der ist in San Francisco, oder? Herr Peter, nee, hast du dich schon wieder entschieden, jetzt zurückzulaufen? Nee, das hat... Weiß ich nicht, müsstest du das nicht wissen? 439, nee, ich gerade guck ich nicht. Ah ja. So. Ich bin wieder mit meinen Masken rum. Man kann Jay das ja sagen. Immer wenn Jay mich jetzt gleich sieht, habe ich was anderes auf dem Kopf. Ich habe halt Angst, ich würde ja gerne irgendwie eine Leuchtrakete schießen, aber Angst hat dann die Leute wegrennen und dann alle abgefuckt sind. Die rennen safe weg. Ich habe die fang schon an auszuflippen, als ich meine Sniper-Rifle gezogen habe, um in der Gegend rumzugucken. Lol, in Ego-Perspektive, wenn ich eine andere Brille aufziehe. Also verstehe ich überhaupt nicht, dann ändert sich die Sicht. Moment, ja, wie sehe ich denn da? Ja, wie habe ich denn da gesehen? Ja mit einer anderen, also mit einer Sonnenbrille hast du ja auch tatsächlich... Mich, Jay. Ah, du bist da, Sepp. Hi. Ja, ich dachte mir mal, ah, ne? Du bist ja der Schleicht, Sepp, der mit dem Muscle-Shirt. Ja. Ah, da ist Bram. Du hast gar nicht eine neue Maske auf. Wo bist denn du, Bram? Ich sehe dich gerade. Wieso sehe ich dich nicht? So einen geilen Headshot-Kill. Wieso sehe ich euch beide, aber ich sehe Peter nicht. Wo ist der? Peter sehe ich gerade auch nicht, aber ich achte auch auf Sepp. Ich kann mal ganz kurz gucken, wo Peter ist. Ah, da bist du, Bram. Ja, okay. Ich versuche irgendwie abzuchecken, wo Peter hin ist, aber... Lass mich raten, er sitzt irgendwo mit der Sniper und guckt auf Dächer. Du hast am Anfang schon gesagt, das stimmt ja, glaube ich, auch nicht. Was macht er immer? Da war, als Jay das am Anfang gesagt hat, war ich gerade unterm Pier. Ja. Aber Peter, ich bin auch gerade unterm Pier. Da müsst du Peter, ein Fünftel der Zeit sitzt du mit dem Fernglas oder mit der Scharfschützengewehr auf irgendeinem Dach. Das von Jay. Einer war auch auf dem Dach.
Dann war Christian. Das stimmt. Ich war umdachte, das ist richtig. Mein 1 von 4. Boah, mega Sprung. Ich glaube, Peter ist hinten beim McFish da. Da am Wasser, auf dem beim Steg. Beim Pearl. Beim Pearl auf dem Steg zwischen den zwei Häusern. Da steht er und ist am Snibbern. Steg zwischen den zwei Häusern? Ja, am Wasser, da wo die Ferngläser sind. Da sind also zwei Häuser und die sind verbunden. Ah, jetzt sehe ich ihn auch, ja. Mit so einem Steg. Er rennt gerade Richtung Attraktionen wieder. Okay. Ah, okay, und da muss er ich läuft sagen, okay. Den, er läuft jetzt Richtung Achterbahn. Okay. Oh, oh. Der ist da abgebogen quasi. Links. Also ich habe ein mega Versteck hier. Findet ihr mich nie. Ja, ihr habt wirklich gute Verstecke. Oh. Also ich habe ein bisschen die Vermutung, dass Peter mich gesehen hat. Wie lange hast du noch, Peter? 40 Sekunden. Oh, was? Oh. Oh, warum sagst du nicht früher was? Ich wollte doch das hier machen. Oi, 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 oi. Peter ist jetzt in der Arkade. Nee, Leute, die Leute rennen weg von Peter. Hä? Aber Peter, ja, was hättest du denn gemacht? Peter, warum rennen die alle vor dir weg? Nee, das war Bram, glaube ich. Ich war nicht. Da kommen, so. Da kommen Flares kommen da geflogen. Ich morse gerade, mal Hilfe. SOS, SOS. Alter, what the fuck? Ja, kann ich auch, Richtung, ja? Wie die alle Richtung Wasser rennen jetzt. Oh, was geht jetzt hier ab? Oh mein Gott, hier ist komplette Massenpanik. Okay, die Zeit ist um. Ich habe euch nicht gefunden. Oh mein Gott. Oh, schade, Peter. Ich wollte eigentlich vorher anfangen, Scheiß zu bauen. Ich wusste nicht, dass du noch 40 Sekunden hast. Du hast zu selten die Zeit gesagt. Wo ist Peter denn? Hast du okay, die ganze Zeit da oben? Jo, Alter. Ach, schade. Ich? Ja. Ja. Ich stand die ganze Zeit auf dem Haus. Er springt aus Versehen. Also einmal bin ich runtergesprungen aus Versehen, aber bin dann direkt wieder da krass, hochgelaufen. Ich habe so häufig da hingeguckt. Ich habe dich nie gesehen. Krass. Wo war der Rest? Ich war da, wo du vorhin standest. Genau, Jay ist hinten am Pier auf dem Dach drauf und ich war unter Jay, da wo du auf dem Übergang standest. Du bist an mir vorbeigelaufen halt. Was ist nee, da ist wieder zurückgelaufen. Hat dich die Achterbahn gerade gemacht. Was ist Peter denn? Ich stand gerade auf der Achterbahn drauf. Das heißt, ihr wart zu zweit da hinten, da bei den Fernsehern. Nee, Sepp ist irgendwann woanders gewesen. Ich bin dann weggegangen, als du rübergekommen bist. Dann habe ich gedacht, dann laufe ich mal ganz entspannt wieder rüber. Ja. Ja, hab ich nicht. Also ich bin halt immer die ganze Zeit, ich bin immer um diesen mittleren Turm hier gelaufen, Peter. Und einmal war ich so vertieft, dass ich immer weiter nach vorne gelaufen bin, einfach über die Kante. Ja, da hat Jay auf jeden Fall gewonnen, dieses Verstecken. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ciao. Tschüss.